Willkommen auf Hilti, mein Kommen. Heute stelle ich Ihnen den Mont Blanc Hermitage to George Gershwin Special Edition vor. Zu Deutsch ein Spendenstift. Ist aus der Serie. Weil das englische Wort ist für mich zu schwer zum Aussprechen. Er kommt in dieser schönen Verpackung. Wo er drauf zu sehen ist, der Künstler. So wie wenn man es aufmacht, die Brooklyn Bridge. Was mitgeliefert wird, ist so ein Heftchen, ist etwas voluminöser gestaltet wie bei den Standard-Montants mit der Geschichte zu dem Künstler und natürlich auch noch mit Bildchen zu dem Stift. Jetzt kommen wir mal aber zu sich an dem Stift. Wird in dieser schönen Präsentationsverpackung geliefert. Diese Bilder da hinten sind 3 Stück drin. Kann man austauschen. In mehreren Varianten die Brooklyn Bridge enthalten. Wird in diesem schönen Präsentationskarton geliefert. Kommen wir jetzt mal zum Stift. Ich hole sie mal näher ran. Der Stift hat das typische Mont Blanc Emblem drauf, anstatt dem typischen Mont Blanc Clip, weil der Künstler ja auch Jazz und so komponiert hat. Ist eine Oboe oder Klarinette. Und was auch anstatt dem typischen Mont Blanc Emblem haben wir hier ringsherum die Brooklyn Bridge drauf. Das ist natürlich ein Kolbenfüller. Das etwas höheren Preissegment wie die Standardfüller bei Mon, wie die Standardfüller wieder 146. Die Basisfeder ist vom Schreibgefühl her wie bei einem Meisterstück, allerdings um einiges hochwert her verziert. Mit den typischen Opernhäusern der 30er Jahre drauf. In der Fokus. Das Tintenfenster ist nicht durchsichtig, sondern blau gehalten wegen dem Film von ihm Rhapsody in Blue, wo er die Musik für geschrieben hat. Ich habe den Füller mit einer M-Feder. Ich nehme sie mal wieder
etwas weiter raus. Und lege den Karton zur Seite und dann zeige ich Ihnen mal, wie Füller schreibt. Er ist an die Füller der 30er Jahre angelehnt, vom Design her. Die Beschläge sind platiniert, so wie die Feder auch. Ich habe momentan die Tinte drin, William Shakespeare, William Violet Red von Montblanc. Ich zeige Ihnen mal, wie der in der Hand aussieht. Dieser hat jetzt ein M-Feder. Und dieser Mond. Sagen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.